Servus Leute und schön, dass ihr einschaltet bei einer weiteren Folge Resident Evil 4 Remake. Los geht's! So Leute, wir sind wieder hier. Hier haben wir aufgehört. Wir müssen einen Weg finden. Ich glaube, das letzte Mal bin ich ein bisschen falsch gelaufen. Wir hätten weitergehen können, sollen, müssen. Weil ich glaube, da oben kommen wir gar nicht hier durch. Ich dachte, hier geht's aber weiter, aber ich glaube, wir hätten weiterlaufen müssen. Genau, hier ist zu. Wir müssen uns erst da durchschlagen. Und ich bin mir gar nicht sicher, was ich letztes Mal gesagt habe, ob da oben dann wirklich Ende ist. Vielleicht ist da oben noch eine Kampfpassage. Wir sind in Kapitel 14, aber es gibt 16. Also nice, wir sind noch nicht ganz beim Ende, Leute. Gehen wir mal erstmal. Hier liegen überall Leichen. Ich frage mich, ne... Wie viel haben wir eigentlich gekillt? Wie viele Leute leben auf dieser Insel? Wo geht's denn eigentlich weiter? Hier, da ist jetzt nämlich Strom drauf. Hier geht's weiter. Oh Mann, jetzt müssen wir erstmal... Oh Mann, so ein Rätselchen lösen. Gut, schauen wir mal. Vielleicht müssen wir das auch Ganze darum leiten, ja. Möglich wäre es auch, ja. Ja, das geht. Ja, das sieht gut aus. Okay. Gut, offen, sehr schön. Okay, jetzt geht's endlich mal weiter hier, hä? Wir brauchen unbedingt Ressourcen. Ja, genau, er gibt uns Peseten. Oh nein, was geht denn hier ab? Ja gut, wenn wir schon hier so einen Gegner haben, sollten wir auch möglichst... Hä, was? Der lebt ja noch. Ist das ein Bug? Ist der verbuggt? Was ist verkehrt mit dem Ding? Dieses Ding. Okay, zwei haben wir aber schon. Okay. Das Geile ist, die Bolzen kriegen wir wenigstens wieder. Da kann ich rumballern, wie ich will, ne? Also gut, was erwartet uns hier? Hä? Hallo, der Händler nochmal. Und irgendein Auftrag? Raten. Raten. In der Abfallbeseitigung. Kein Problem, wir haben schon einige gesehen. Können wir sie eigentlich mit dem Bolzending erschießen? Hallo? Ganz offensichtlich geht das. Jawohl, die zweite. Gut. Enemy spotted. Enemy spotted. And now it's... Dead, motherfucker. Ja gut, wir haben's, aber... Wir können eigentlich, glaube ich, gar nichts machen. Ne? Mit den, wir könnten höchstens... Ja, wir könnten uns das hier mal leisten. What's that? How have we procured these curiosities? Ansonsten weiß ich nicht, warum ich das... Nee, wir können eigentlich nichts eintauschen. Höchstens das hier. Aber ich mache, glaube ich, gar nichts. Oh mein Gott. Ich... Oh, die Abrissbirne. Oh, ich glaube... Oh mein Gott. Ich glaube, da erwartet uns jetzt eine große Kampfherausforderung. Mal sehen, wie oft ich sterbe. Wenn wir runtergehen, geht's los. Oh, scheiße. Und wir haben Ashley dabei. Okay, los geht's. AI ist da. Hätte ich sie auffangen sollen? Shit, wo müssen wir hin? Oh mein Gott, da kommen wir doch wahrscheinlich gar nicht durch, ne? Solange jetzt nicht die Hölle ausbricht, können wir uns ja noch kurz umschauen. Aber es wird gleich losgehen. Hier sind überall Fässer. Es werden bestimmt ganz viele Gegner kommen. Und wir müssen irgendwas noch mit der Abrissbirne machen. Fragt mich nicht mehr, was. Es geht los. Leon! Genau das müssen wir einbrechen. Look. Genau, dann kommen wir da durch. Da brauchen wir die Abrissbirne. Aber ich glaube, jetzt kommen echt viele Gegner. Los geht's. Wrecking Ball. Wrecking Ball. I got this. Gute Idee. You're serious. Is this what they teach kids in school these days? Have you never heard of driver's ed? Get back! Und? Einer reicht nicht.
Alarm wird ausgelöst. Oh, man. Hoffentlich haben die keine Raketenwerfer. Oh mein Gott! Okay, auf geht's. Oh, er hat mich gleich getroffen. Fuck. Alles klar. Oh nein. Okay. Was? Der Kran wird angegriffen. Okay. Der. Der greift den Kran an. Nein, 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 nein. Sehr schön. Sehr schön. Aber irgendwer wirft mir da was echt Böses hier. Boah, der hat gesessen, Alter. Jawohl. Oh nein, da kommt irgendwas Stärkeres. Oh nein. Not like. Was ist es? Warum stirbt er nicht? Oh oh. Wow, wie geil. Schön. Schöne Sache, Harry. Schöne Sache, Harry. Den müssen wir schnell killen. Okay, das hat gesessen, aber der lebt noch. Komm schon, jetzt stirb doch mal. Jawohl, das war's. Contrado, der nächste kommt. Sehr schön. Und Pistolenmunition. Ah, lief doch gut, lief doch gut. Es dauert wohl noch ein bisschen. Ich glaube, da kommen bestimmt noch welche. Die kommen von hier mal runter. Oh Gott, wie konnte ich den verfehlen, ey? Der geht bestimmt auf den Kran los, so wie der ausschaut. Oh nein. Oh nein. Ja, ist schon klar. Ah, shit. Wir müssen unbedingt erstmal den Kollegen erledigen. Hallo. Oh Gott. Was fehl ich da? Boom, Alter. So schaut's aus. Tausendmal besser. Oh, shit. Wir müssen auf den Scharfschützen hinten aufpassen. Das ist ja ein Raketenwerfer. Wo kommst du her? Hallo? Haben wir so gewettet? Komm mal her, doch. Warte, wir müssen warten, bis beide gut passen. Ja, okay, geht nicht. Oh nein. Oh Gott, no way, warum? Okay, machen wir den Platz. Gut, den hat's auch erwischt. Wir müssen den da oben erledigen. Sehr schön. Oh Gott, wir sollten uns heilen. Shit. Oh, wir haben aber wieder eine Handgranate bekommen, wie gut. Und wir können noch eine Blendgranate herstellen, glaube ich. Sehr gut. Wir können auch Minenaufsätze benutzen, sehe ich gerade. Pistolenmunition stelle ich jetzt mal her. Bonus! Ah, was für ein Glück diesmal. Okay, cool. Oh nein. Okay, wisst ihr was? Wir brauchen jetzt Pistolen für die Scheiße. Hey. Das war nicht so schlecht. Oh nein. Oh nein. Können wir den platt machen? Ja, wir können. Oh, da hat jemand geburnt. Er hat uns geburnt. Oh, das ist aber echt mies. Aber alles ist reingelaufen. Ich habe ihn in den Arsch geschossen. Es hat gereicht. Hallo, People. Scheiße. Okay, das war gut. Nein, Leon, bitte. Was? Sie hat's geschafft. Hat ja nicht lang gedauert. Hat ja nicht lang gedauert. Kann ich bitte? Nein, kann ich nicht, weil er brennt. Ja, sehr gut, Leon. Sehr gut, Leon. Wir müssen uns wieder heilen. Das war echt übel. Gerade eine ganz üble Kombination.
Ich konnte mich nicht parieren wegen dem blöden Feuer. Ich konnte Nahkampfangriff nicht machen wegen Feuer. Okay, komm her. Darf ich jetzt mal? Nein, darf ich wieder nicht. Unglaublich. Leon ist so lahmarschig, wirklich. Kannst du jetzt mal... Endlich. Back Suplex. Hallo, wir brennen. Ey. Ah, hier ist noch ein Explosive. Geil. Wartet mal, ich geh mal hier hoch. Hätte ich vielleicht von Anfang an machen sollen. Schöner Treffer, würde ich sagen. Oh, wir haben es geschafft. Der Stress ist vorbei, wir haben überlebt. War aber auch ganz schön stressig. Okay, was ist jetzt los, Ashley? Kommst du jetzt mal da raus, oder? Did you see me? That was awesome. I think you might have found your calling. Okay, dann weiter. Alrighty. Peseten. Ah, wir können das Tor öffnen und nochmal zum Händler. Rohstoffe nochmal. Jetzt können wir endlich dieses Tor öffnen. Meine Güte. Ich gehe nochmal ganz kurz zum Händler. Vielleicht hat er ja noch was. Scheiße, wir müssen so viel Geld ausgeben zu reparieren, dass wir überhaupt nichts mehr machen können. Das ist bescheuert. Nichts jedenfalls, was irgendwie nützlich wäre. Ach komm. Höchstens die Feuerrate von dem Gewehr. Das ist okay. Okay, Leute, dann hol mal das Timer her, ha? Huh? Kommen jetzt wieder Gegner? Weil das so lange braucht, oder? Weiß ich nicht. Aber ich glaube nicht. Oh, Leute, was kommt jetzt noch? Nicht mehr viel. Also, ich weiß, dass wir als Bossfight auf jeden Fall irgendwann gegen Lord Settler ran müssen. Und ich weiß nicht, ob dieser Krauser nochmal kommt. Bin mir nicht mehr sicher, kann mich nicht mehr erinnern. Schauen wir mal. Ich denke, wir werden es gleich erfahren, wenn wir oben sind. You know, I was thinking. We work well together, don't we? Werden sie ein Paar. Maybe someday I'll become an agent like you. What do you think? We could protect the US from any and all threats. Is that right? Well, either way. First, we have to make it out of here. Denke ich auch, und ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee wäre. Aha, hier sind wieder Ressourcen. Gerne, gerne, gerne. Schießpulver, okay. Bringt uns das was? Nein. Okay, dann geht's hier durch, ne? Ja. Hier ist was. Bernsteintransport. Ich möchte betonen, wie wichtig die korrekte Handhabung beim Transport des Bernsteins aus dem Untergrund ist. Lassen Sie größte Sorgfalt und den gebotenen Respekt walten. Es ist von äußerster Wichtigkeit, dass der Schlaf des Heiligen Leibes nicht gestört wird. What the shit? Bernstein, Heiliges Leib? What da hinten? Oh mein Gott, passiert jetzt hier was Böses? Was ist das hier? This must be what Luis was talking about. Das sieht ja aus, ey. Okay, bevor wir da hingehen. Hier ist gelbes Kraut. Also wir können tatsächlich noch einmal unsere Gesundheit erweitern. Das wundert mich schon sehr, muss ich sagen. Hier ist ein... Oh, das bringt Kohle. Was ist hier? Ah, überlegene Speziesbericht. Geliebter Lord Settler, ich freue mich, gute Nachrichten überbringen zu dürfen. Die Produktion der überlegenen Plagerspezies hat offiziell begonnen. Wenn alles nach Plan verläuft, so versichere ich euch, werden wir unser Ziel erreichen. Der Plager ist ein wirklich verblüffender Organismus. Er ist in jedem Wirbeltier lebensfähig, sei es ein Mensch, ein Hund oder eine Krähe. Es gibt auf der Welt keinen vergleichbaren Parasiten. Die überlegene Spezies beeindruckt besonders, denn sie kann sich an den Wirt assimilieren, ohne dabei dessen Gehirn zu schädigen. Aha, das hat wahrscheinlich Lord Settler oder, ne, die Höheren. Niemand kann sich eurer Herrschaft widersetzen. Nein, im Gegenteil. Wer würde sich noch widersetzen wollen, wenn er einmal die Freuden erleben dürfte, die mit der Abwesenheit von freien Willen einhergeht? Ich bin der lebende Beweis. Wie unwissend ich doch einst war. In ein paar Tagen werde ich allen hochrangigen Forschern den Plager initiiert haben, das meine ich mit Höheren, und auch sie werden es erfahren. Wenn euer Plan vollständig in die Tat umgesetzt ist, wird die ganze Welt es erfahren.
Aha. Garcia Escudero, leitende Forscherin. Kranke Scheiße! Okay, wir haben jetzt ein Rohkristall. Untersuchen wir mal dieses Teil. Da ist die Plaga. In dem Bernstein gefangen. Erinnert an Jurassic Park, oder? Da ist er ja. Höchstpersönlich. Wartet mal, ich... Such profound lesson for all. Lost Plaga. Welcome, my children. I am Osman Sattler, the speaker for our lord. Tell someone who gives a shit. Shit. Foolish lambs. Why do you deny grief? Now, abandon your body. Obey. Obey the voice of our Lord. No! No! Stop! Guter Schuss, Ashley. Sehr gut geschossen. Pray forgive these wicked sinners. My faithful disciple shall deliver to you your penance. Starke Leistung, Ashley. You need not be afraid. Submit your body and release yourself from fear. Und schon wieder wurde uns Ashley entrissen. Zum wievielten Mal eigentlich schon? Ich komme mal zurück. Ich glaube, es geht weiter. Jawohl. Ja, wir müssen hinterher. Ist hier noch was? Nein, hier ist nicht. Es gibt aber noch Schätze hier. Also hier ist ein Schatz noch. Okay, wir werden es gleich sehen. Schatz ist... Oh Mann. Wer zum Teufel? Medizin! Wieso hält er so viel aus? Okay, wie viele Gegner sind hier? Und wo sind sie? Ich habe das Gefühl, hier kommen viele. Naja, na klar, wenige werden es bestimmt nicht sein. Okay, sie werfen mit Molotovs. Sehr schön. Ist das nicht herrlich, dass er runtergefallen ist? Eigentlich müssen wir hier nur warten und sie runterschießen. Also einfach nur den hier machen. Oh, nicht schlecht. Shit. Du sagst es, wir müssen nachladen. Sehr gut. Der hat uns Pistolenmunition gedroppt. Wo sind sie denn überhaupt? Aha, hier kommt der Next. Und tschüss. Das war echt gut. Wie er sich ans Bein gelangt hat und abgestürzt ist. Der scheint mir ein bisschen tougher zu sein. Ich glaube, es ist gar nicht mal so schlecht, wenn wir hier so vorsichtig sind. Da kommt er wieder. Burn! Okay, das war jetzt Glück.
dass er nach vorn gefallen ist. Das sieht gut aus, oder? Passt. Was ist denn hier drin? Eine Akte, wartet mal. Einrichtung von Verteidigungsanlagen. Wie gewünscht ist die Sanierung der Insel in vollem Gange. Um Eindringlinge abzuwehren, wurden Waffen und Verteidigungsanlagen installiert. Wenn wir fertig sind, wird die Insel eine einzige Festung sein. Ach du Scheiße, Krauser ist das gewesen, okay. Wir werden uns mit diesen Mitteln nicht bis in alle Ewigkeiten verteidigen können, aber bis zum Abschluss unseres Plans sollte es reichen. In jedem Fall bringen sie unser Ziel von der Weltherrschaft ein ganzes Stück näher. Niemand wird unsere Macht etwas entgegenzusetzen haben, außer einen Mann. Es ist nur einer, aber es reicht, denn es ist Leon. Hier ist da. Hier ist irgendwo ein Schatz. Ah ja, hier. Also wenn wir so viele Schätze noch kriegen, jetzt kriegen wir noch einen, dann glaube ich, dass wir nochmal einen Händler treffen werden. MP-Munition, die wir nicht brauchen. Ich weiß nicht, ob es möglich ist, sich hier durchzuschleichen. Aha, was liegt denn hier? Oh, die ganzen Hundemarken. Aber von wem? Akte zum Fall, Operation Javier. Selbst unter den obersten Mitgliedern der US-Regierung haben nur wenige je von diesem Namen gehört. Und es ist auch nicht verwunderlich, denn die Operation wurde nicht öffentlich gemacht. Sie wurde durchgeführt und dann begraben. Der Grund, sie war unmenschlich. Okay. Alles begann 2002, als eine kleine Einheit von US-Spezialkräften nach Südamerika entsandt wurde, um dort ein Gebiet zu infiltrieren. Ihre Mission war es, die Drogenkartelle zu zerschlagen. Es dauerte mehrere Jahre, die Operation vorzubereiten und nur besonders befähigte Soldaten wurden dafür ausgewählt. Ich weiß nicht, ob die Mission ein Misserfolg war oder nicht, aber ich weiß, welches Schicksal diese besonderen befähigten Soldaten an ihrem Ende erleiden mussten. Offenbar wurde, bis auf den befehlshabenden Offizier Major, irgendwas, die gesamte Einheit ausgelöscht. Wahrscheinlich Krauser, hä? Und nicht durch die Kartelle, sondern die USA. Es wäre sicher kein Problem gewesen, einen einzelnen gestrandete Einheit zu bergen. Ein einziger Helikopter hätte ausgereicht, aber aus irgendeinem Grund reagierte das Militär nicht. Gerüchten zufolge war diese Entscheidung die Folge eines Machtkampfes in den obersten Reihen. Andere sagen, der damalige Präsident selbst habe eine entsprechende Anordnung gegeben, aber wir werden die Wahrheit wohl nie erfahren, denn die ganze Angelegenheit wurde vertuscht. Einer Sache bin ich mir allerdings sicher, die US-Regierung hat diese Leute sterben lassen. Mutige junge Menschen, die ihr Leben ihrem Land verschrieben hatten. Ich will dieses Verbrechen ans Licht bringen, nicht weil es meine Verantwortung als Journalist ist, sondern weil es meine Pflicht als Amerikaner ist. Fußnote 1. Bei Ubigen handelt es sich um ein von amerikanischen Journalisten namens verfasstes Manuskript bezüglich Operation Javier. Fußnote 2. Dieser Artikel wurde nie veröffentlicht, wird nie veröffentlicht werden. Um den Journalisten wurde sich bereits gekümmert. Tja, warum ist das Manuskript dann da? Ihr müsst doch Beweise vernichten, ihr Dummies. Naja, wie auch immer. Oh ja, das sind wir wohl. Was geht denn ab? I'm waiting, steht da drauf. Ja, wieso? Ach so, das ist... Okay, I'm waiting? Das könnte vom Krauser sein. Gibt's jetzt einen Bossfight? You've done well to make it this far, Rookie. Okay. I've prepared a battlefield up ahead just for us soldiers. Oh mein Gott, Bossfight. Es ist Krauser. Okay, Krauser. Komm her, Krauser. It's the perfect place to put an end to what happened 2 years ago. Okay. Schießpulver nochmal, geil. Und was ist hier nochmal? Akte? Ashley Grahams Entführung. Phase 1. Abfahrt mit der Zielperson vom Campus. Zielperson wie gewohnt bis zum Beginn von Phase 2. Eskortieren. Im Fahrzeug sollten nebst Baker 3 weitere Personen sitzen. Abels Einheit fährt in einem separaten Fahrzeug hinterher. Fahrt die übliche Route. Es war ja genau geplant, die wussten genau, was los ist. Krass. Phase 2. Probleme mit dem Motor vortäuschen und das Fahrzeug stoppen. Zielperson zu Abels Wagen führen. Phase 3. Abels Einheit weicht von der üblichen Route ab. Zielperson betäuben und fesseln. Zielperson in einem Container einschließen. Phase 4. Bakers Einheit sorgt für Ablenkung. Henrys Einheit hackt die Datenbank der Ermittlungsbehörde und legt ihr Netzwerk lahm. Phase 5. Treffen bei Punkt K9 und Transfer der Fracht auf das Schiff. Also wirklich minutiös. Okay, es geht los und der Typ hat eine Blutspur gelegt. Okay, Alter, was geht ab? Also gut, wir haben alles. Oh mein Gott, was wird das? Kommen hier noch Gegner oder ist er allein? Oh, hier ist ja nochmal der Händler, wie gut. Und wir können nochmal speichern. Dann können wir unser Zeug verkaufen. Die Schlüsselkarte, nee. Aber das hier, das hier. Das hier. Wir können auch alle Edelsteine verkaufen. Ich glaube ja kaum, dass wir noch was kriegen.
Schaut mal, wie viel die Waffen wert sind. Die ist hier eine Viertelmillion wert. 200.000. Ja, das könnte ich machen. Und vor allem, dann passen alle Munitionen in das Ding hier rein. Das Ding ist so Monster. Das ist so Monster. Das Ding hat, macht 36 Schaden, ne? Mit 24, ne? Boah. Okay, passt schon. Passt schon. Ah, wir haben sogar noch etwas über. 8 Schuss, okay, alles klar. In einen Revolver 8 Schuss, ne? Logisch. Ich speichere nochmal. Es geht los. Noch sehe ich gar nichts. Oh Gott, was ist das hier? Es geht los. Ich glaube ganz kurz. Rookie. Worried about the girl, is that it? That's just like you. You always had poor judgment. But if you think I'm gonna let you out of here alive, you're even more naive than I thought. You can't save her. You can't save anyone. Give it up, Krauser. Being a lackey for these maniacs won't bring your men back. And what the hell for? Revenge on the government? You think they would want that? Revenge? You think I'm doing all this for revenge? Isn't that what this is all about? See, in that jungle, I had a revelation. The most important thing in this world is pure, unadulterated power. Those Illuminados have given me that. You know, you were always an asshole. But at least you had some kind of code. Some honor. Look at you now. Enough reminiscing. Move out and draw fire, soldier. Es geht los. Okay. Uiuiui. Gut, ich komme zurück. Es wird Zeit. Gebe Ruhe. Das war ein schöner Treffer, würde ich mal meinen. Ah, shit. Okay, bewegt sich. Wir sollten uns auch bewegen. Oh, shit. Was ist denn das für ein böses Teil? Was ist das? Ich sehe gar nichts. Oh, hier ist er. Slow, but not so slow as you. Okay, kommt. Hör, was macht ihr da? Oh, vielleicht Messerkampf? Kann er das abwehren, denke ich mir? Okay, Messerkampf. Schild, was geht denn ab? So ein Arsch. Na, warte. Okay, läuft. Hier, Messer sind einfach zu schnell. Krauser hat recht. Hat recht. Wir müssen mit Messer arbeiten. Ja. Schöner Treffer, Harry. Oh, was geht denn? Ich sollte mich bewegen. Keine Ahnung, was das macht. Ah, okay. Hat er sich gerade zurückgezogen? Ich hätte gedacht, er unterbricht uns. Okay, das ist die nächste Phase, die jetzt kommt. Hm? Werfen wir ein paar Granaten. You remember the fight in the jungle? We barely made it out alive. Go with your gut, don't think. That was the first thing you taught me. Hören wir das hier knacken? Nee, wir gehen einfach vorbei. Könnte aber eine miese Falle sein. He's turned this place into one big trap. I can't fight him on his terms. Kein Platz für rotes Kraut. Sloppy.
Der kam auf die gleiche Idee wie ich. Okay, wir haben aber wieder ein rotes und ein grünes Kraut. Ich vermische die jetzt mal schnell. Können wir uns wieder voll heilen. Wenigstens dafür das Ding hier drauf gegangen. Aha. Ich frage mich, ob wir das hier kaputt schießen können. Nein. Okay, er ist hinter uns. Vielleicht ist er doch nicht hinter uns. Wo zum Teufel war der? Hä? Scheiß Bärenfalle oder was? Alter, wie viele Fallen hat dieser Typ hier aufgestellt? Und wie kommen wir an dieser hier vorbei, frage ich mich. Hä? Das ist so mies hier. Ja, okay, wir müssen sie auslösen. Ich meine, was soll ich machen? Ich muss die kleine Granate, glaube ich, werfen hier, damit das hier hochgeht. Blöd ist das eigentlich. Das nervt, wir haben deswegen keine Granate mehr jetzt. Ach komm. Ganz schön nervig. Was hat uns da gesehen? Ach komm, das ist ja voll fies. Das ist ja mega. Ah, okay. Können wir das Ding zerstören? Ja, können wir. Sehr gut. Aha. Miese Falle hier. Okay, alles klar. Überall Bärenfallen und irgendwelche Sprengfallen. Oh mein Gott. Und der Typ taucht irgendwo auf immer wieder. Ja, schon klar. Blöde Bärenfalle. Die werden wir vorher auslösen. Nein, das wollte ich überhaupt nicht. Ich hatte einen Minenaufsatz dran, Stummel. Okay. Wir machen trotzdem einen ran. Stimmt, wir könnten den hier benutzen. Okay, es war ja klar, dass hier irgendwie sowas kommt. Gut. Ganz schön nervig, ey, dieser Typ. Dieser Fight ist wirklich anstrengend. Er wollte tippen. Better luck next time. Shit, Type. Und das war noch nicht der eigentliche Kampf. Der Typ macht hier nur Guerilla-Scheiße. Hier ist wieder ein rotes Kraut. Das können wir, glaube ich, gar nicht aufnehmen. Doch, wir haben so viel verbraucht, dass wir es können. Und hier sind noch Ressourcen. Das ist alles noch Vorgeplänkel, oder? Ich glaube, erst da oben geht der richtige Fight los. Hast du gedacht? Oh, nee. I'd be dead if I kept listening to people like you. Okay, bis ich da gezielt habe, hat er mich schon gekillt. Das können wir nicht machen. Ich glaube, wir sollten uns einfach hier durchkämpfen. Gar nicht gegen ihn kämpfen. Autsch! Das hat wehgetan. Wir heilen uns. Das war klar. Schnell zum nächsten Hindernis. Haben wir irgendwas übersehen? Zum nächsten Hindernis. Ich glaube nicht, dass ich auf ihn schießen sollte hier. Okay. Ja, ich bin ja schon dabei, dich zu bekämpfen. Hast du gedacht? Dieser Typ. Okay, wir sind durch. Auf geht's. Ja, das ist die Kampfarena. Jetzt geht's los. Oh mein Gott.
Ja, genau, hier sind überall Sprengfallen. So, ein nerviger Typ, wir nehmen die Magnum. Hallo? Okay, wir müssen sofort heilen. Erste Hilfe Spray. Ja, alles klar. Ich habe durch ihn durchgeschossen, ich habe schon gesehen. Warum verliert ihr nicht? Komm, geh in deine Sprengfalle. Vielleicht schon. Das hat wehgetan, denke ich. Oh, ich glaube, nächste Phase. Here, Krauser. I told you. Again and again. Oh no. I don't like what I see. You're too soft to do what's necessary. Scheiße, wir müssen weglaufen. That's the difference. Between you and me, Rookie. Oh nein. Ich komme zurück. Oh nein, was ist denn jetzt los? Andere Kampfarena. Time to finish. Rookie. Your training. Oh nein. You've lost it completely, Krauser. Ach du Scheiße, der hat mir doch voll eine gegeben. Oh Scheiße, wir sind fast tot. Alter, der macht so viel Schaden. Don't like, wir verlieren alle unsere Heil-Items. Ich muss aber nehmen. So that's your true power? Oh, I'd ask for a refund. Hier ist ein grünes Kraut. Das ist schon ein guter Horror hier. Du weißt nie, wovon der kommt halt, ne? Okay. Handgranate nochmal, okay. Ach du Scheiße. Oh, shit. Sind wir jetzt in der letzten Phase? Das sieht fast so aus. Da ist der Kerl. Oh mein Gott. Vielleicht können wir die Leitern für uns nutzen. Ich will damit meinen Leiter spielen. Oh, shit. Das ist vielleicht die Idee. Wie man Leitern benutzt. Oh. Ausweichen. Boah. Okay, er hat uns nicht gehittet. Okay, der hat getroffen. Nein, ich wollte runterspringen, aber es ging nicht. Geh halt da runter. Alter, was macht er? Okay, ich habe, glaube ich, den falschen Knopf gedrückt in Panik. Ich probiere es mal. Alter, Glück gehabt. Aber ich glaube, es ist eine gute Taktik. Scheiß drauf, ich mach's jetzt einfach. Wir müssen ihn aber sicher treffen. Das war ein guter Treffer.
Ja, das ist gut, das ist sehr gut. Mit der Magnum, die so viel Schaden macht, komm. Alter, was? Alter, wie gemein, der hat meine Leitertaktik ja vernichtet. Du Arsch. Nein! Ich habe das grüne Kraut ver... Schwendet. Ja, okay. Er lässt mich nicht zur Leiter. Lass mich zur Leiter jetzt endlich. Gott sei Dank. Okay, gut. Komm schon. Boah, shit, das war knapp, aber diesmal haben wir es geschafft. Na, er hat mich erwischt. Nee, muss es so machen, so ist am besten. Boah, diesmal hat er mich nicht erwischt. Okay. Ach komm, ey, das ist Wahnsinn. Was ist das für ein Schaden? Okay. Wir müssen uns heilen. Unglaublich, was der für einen Schaden macht. Boah. Wir haben aber auch kaum noch Schuss. So viele Schüsse habe ich ihm gegeben. Er ist hart, der Typ. Wir müssen echt aufpassen. So ein schöner Treffer. Und wir haben nur noch 2 Schuss. Ich muss es so machen jetzt. Yes! Alter, in die Fresse geschossen. Nerviger Typ. Ich muss schon sagen, den Schaden, den er gemacht hat, war ja verrückt, ey. Schon irgendwie ein krasses Ende, oder? Ja, wir konnten die Leitern für uns ausnutzen. Guerilla-Taktiken, weißt Bescheid. Oh shit, das war schon ein Fight. Alter. Rohstoffe, geil. Und da unten war auch noch was, was ich nicht geholt habe. Schauen wir mal. Ey, in der Kampfhektik. Ich wollte nur weg von den Kollegen. Oh, Magnum-Munition. Gut. Weil es kommt ja noch ein Boss. Die Frage ist, können wir irgendwie speichern? Weil ich glaube, die Folge müssen wir jetzt langsam mal beenden. Da unten ist noch ein Messer. Oder hier oben. Ich weiß nicht. Ich glaube aber unten. Wo ist dieses Messer? Hier. Ein Stiefelmesser. Okay. Ja, der Typ hat Ultraschaden gemacht. Ich hoffe... Jetzt können wir kurz einen Break machen, weil bis zum Schluss, dann wird die Folge ein bisschen zu lang, denke ich. Aber gut, schauen wir mal, was passiert. Okay, ich glaube, die Frage hat sich geklärt. Das Kapitel ist zu Ende und es ist echt ein guter Zeitpunkt aufzuhören. Leute, danke, dass ihr reingeschaut habt und letztes Kapitel beginnt nächstes Mal und das wird dann auch die letzte Folge sein. Ich freue mich drauf. Bis dann, Leute. Peace out. We'll be right back.